Wen kennt dein Kunde, den du auch gerne kennen möchtest? Diese Frage kann dir enormen Erfolg bescheren, wenn du dir selbst diese Frage im Vorfeld stellst und dir auch entsprechende Antwortmöglichkeiten parat legst, damit du vorbereitet bist, um im Gespräch auf diesen Punkt einzugehen. Was es genau damit auf sich hat, erklärt dir Umberto gleich im Video. Und wenn das für dich passt, wenn dir das Video gefällt, lass uns doch ein Like da. Gib uns einen Daumen hoch. Viel Spaß damit. Weitere Empfehlungen. Wen kennt dein Kunde, den du gerne kennenlernen würdest? Das ist eine ganz geniale Frage, die du dir selber stellen kannst, um mehr weitere Empfehlungen zu kriegen. Ein Seminarteilnehmer fragte mich: Umberto, warum ist diese Frage so genial? Und ich sagte: Weißt du, wenn du dir diese Frage im Vorfeld stellst, beginnst du Antworten aufzuschreiben und nimmst ein Blatt Papier und beginnst aufzuschreiben. Ja, die Firma sowieso könnte er kennen oder den Paul Speni könnte er kennen. Ja, du recherchierst vielleicht auch ein bisschen. Du schaust auf seiner Homepage, was hat er für Referenzen. Ja, die kennt er ja. Oder teilweise führt er auch Partner auf, die kennt er ja. Und dann, wenn du das aufgeschrieben hast, nimmst du das Blatt hervor mit den Namen, die du aufgeschrieben hast, und sagst dem Kunden: Sie wissen ja, dass ich immer wieder angewiesen bin, interessante Menschen kennenzulernen wie Sie oder interessante Firmen kennenzulernen wie Sie. Und ich würde gerne mal bei diesen Leuten vorbeigehen. Ja, jetzt können Sie mir dann ein bisschen etwas über diese Menschen erzählen und dann kann ich für mich abschätzen, ob ich da vorbeigehen soll oder nicht. Ja. Ist es Ihnen recht, wenn wir das kurz miteinander anschauen?